young and in love in New York City. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mal wieder von zu Hause und nicht vom Stall, denn heute habe ich für euch Geschenketipps, die ihr euch selber wünschen könnt oder die ihr auch an andere verschenken könnt. Ich finde, solche Videos sind auch immer total praktisch und ja, ich bin auch so ein Kandidat, ich weiß nie, was ich wem schenken soll. Und deshalb hole ich mir da auch manchmal so Inspirationen, was ich dann zum Beispiel meiner Freundin schenken kann oder. Und heute habe ich so ein Video für euch. Ich habe mir ein paar Sachen hier hingetan bzw. hingelegt und zeige die euch jetzt halt einfach mal. Und ich hoffe natürlich, das Video gefällt euch. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke habt. Es ist ja wirklich nicht mehr weit bis dorthin. Und ja, ich lege jetzt halt einfach mal los, würde ich sagen. Und ich fange an, ich bin ein totaler Kerzen-Junkie. Und ich habe von Juwelkerze eine Kerze zugeschickt bekommen, die ich euch gerne heute vorstellen möchte. Denn in diesem Video könnt ihr auch 5 Kerzen gewinnen. Die Teilnahmebedingungen werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Ihr müsst einfach hier von dem Kanal Abonnent sein, einen Daumen nach oben geben und auch einen netten Kommentar schreiben, warum ihr die Kerzen gewinnen möchtet. Ich denke mal, viele von euch kennen Juwelkerzen noch gar nicht. Ich stelle die euch jetzt halt einfach mal kurz vor. Ich werde natürlich auch den Online-Shop unten in die Infobox verlinken. Ich habe jetzt halt diese Kerze hier. Und zwar ist es natürlich eine Einhornkerze, wie ihr sehen könnt. Und von der Verpackung her finde ich das auch richtig, richtig ansprechend. Es gibt natürlich viele verschiedene Richtungen, also von Düften und natürlich auch vom Design her. Und was ist natürlich auch, diese Kerze ist einzigartig, denn ihr habt nämlich da drin ein Geschenk sozusagen. Und wie das ausschaut, werde ich euch jetzt halt hier mal kurz einblenden. Also ihr brennt natürlich, also ihr zündet natürlich die Kerze an. Da muss es natürlich ein bisschen, ja, schon abgebrannt sein, also runtergebrannt sein. Und dann kommt nämlich so ein kleines Tütchen zum Einsatz. Also es ist mit so Alufolie eingewickelt. Wie gesagt, ich werde euch hier jetzt halt einfach mal ein paar Bilder einblenden. Dann könnt ihr das euch so ein bisschen vorstellen. Und in diesem Alu-Ding ist nämlich dann das kleine Geschenk eingepackt. Und das finde ich eine total nette Idee. Es gibt verschiedene Geschenksrichtungen, also zum Beispiel Ringe, Armbänder, Halsketten, Anhänger, also ganz viel Schmuck, verschiedene Schmuckvarianten gibt es und da gibt es natürlich auch verschiedene Kerzen. Also da schaut einfach mal vorbei und da könnt ihr euch auch inspirieren lassen. Es gibt auch Geschenksets und das finde ich halt auch eine total süße Idee. Vor allem für, ja, Freundinnen ist diese Kerze nicht mega süß. Und was natürlich auch super praktisch ist, hier ist zum Beispiel jetzt ein Ring drinnen und da könnt ihr dann auch die Größe auswählen. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr die Größe wisst, dass ihr das auch mit angibt, weil dann passt natürlich auch der Ring. Es wäre ja schade, wenn der Ring nicht passen würde. Und was auch mega krass ist, der Schmuck kann bis zu 250 Euro wert sein. Also das ist natürlich wirklich mega geil. Wie gesagt, den Online-Shop werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Und da gibt es natürlich jetzt halt noch 5 Kerzen von mir zu gewinnen. Die werden dann direkt an euch versendet von der Firma. Also vielen lieben Dank auch von der Firma. Und ja, macht einfach mal mit. Dann habe ich mich für eine klassische Variante entschieden und zwar einfach Buchtipps. Ich habe hier meins jetzt von Monty Roberts rausgesucht, weil ich das echt klasse finde. Das ist ein Taschenbuch, kostet jetzt um die 10 Euro, kann ich euch gerne auch unten in die Infobox verlinken. Und ja, man liest es total gerne, eben weil es natürlich auch mit Pferden zu tun hat. Ich werde euch auch weitere Pferdebücher unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr ja mal durchschnuppern, ob euch das eine oder andere Buch gefällt. Da gibt es ja auch manchmal so Leseproben und dann könnt ihr ja einfach mal vorbeischauen. Kommen wir zu einem weiteren Online-Shop und zwar haben die so coole Sachen einfach. Das ist von Bavarian Couture. Und den Online-Shop werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Die haben so, so schöne Sachen. Hoodies, T-Shirts, Mützen, einfach so coole Sachen. Auch Skihasal-Hoodies, die sind so cool. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Und da wollte ich euch jetzt mal hier dieses T-Shirt zeigen, weil ich das so klasse finde. Allerdings noch eins, das finde ich auch mega cool. Also wie gesagt, es gibt wirklich richtig viel Auswahl. Auch von den Designs her. Und ja, das finde ich auch von Bavarian Couture, finde ich das auch eine ganz coole Geschenkidee, so ein T-Shirt zum Beispiel jemanden zu verschenken oder ein Hoodie, je nachdem, auf was ihr halt Lust habt. Schaut da auch einfach mal vorbei, werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Bleiben wir auch gleich bei Anziehsachen und zwar bei einem selbstgemachten Stirnband.
Das finde ich auch, ist auch eine total süße Geschenkidee. Da könnt ihr zum Beispiel sämtliche Designs drauf nähen, sage ich jetzt halt einfach mal. Hier ist zum Beispiel der Hirsch drauf oder das Herz. Und das könnt ihr auch super, super einfach machen. Geht relativ schnell. Dann könnt ihr natürlich auch noch hier so ein Vlies einarbeiten. Das habe ich jetzt halt von meiner Freundin geschenkt bekommen. Da freue ich mich so sehr darüber, weil einfach das so warm auch ist. Und ich finde es einfach so schön. Ich liebe einfach selbstgemachte Sachen und das ist einfach ein Traum. Und deshalb freue ich mich immer drüber. Danke, Babe, dass du mir das geschenkt hast, weil ich trage die rauf und runter. Sie hat mir noch eins geschenkt und ich finde sowas einfach richtig cool. Kommen wir jetzt zum nächsten Geschenketipp sozusagen. Und zwar habe ich die erst letztens entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar ist es von Niki. So, ihr kennt ja eh dieses kleine Einhorn Plüschmonster, sage ich jetzt halt einfach mal. Da habe ich euch ja schon mehrere Sachen von dem gezeigt. Ich habe ja schon eins im Auto hängen. Aber bei diesem hier ist es was ganz Besonderes, denn der duftet sozusagen. Und den kann man dann sich ins Auto hängen. Der hat hier hinten eine Schlaufe. Also hier drüben sieht man die. Der hat hier eine Schlaufe und dann kann man die anhängen. Ich habe jetzt halt hier die Geschmacksrichtung, in Anführungszeichen Kirsch, also die Duftrichtung, nicht die Geschmacksrichtung. Und da gibt es auch noch ganz viele verschiedene Düfte. Ich glaube Apfel, Pfirsich und noch was, glaube ich. Ich glaube, es gibt 4 Düfte und hat jetzt halt um die 9 Euro gekostet. Und ich finde generell dieses kleine Baby-Einhorn finde ich so süß. Und wenn es dann auch duftet, ist es natürlich noch cooler. Ihr könnt es zum Beispiel auch, was ich mir überlegt habe, in den Kleiderschrank hängen. Oder einfach ins Haus. Hier zum Beispiel sind auch Abbildungen, wo ihr das überall reinmachen könnt. Aber bei mir wird das Auto sein, das wird oben hingehängt und dann habe ich so einen kleinen Raumduft. Also das finde ich auch eine total süße Geschenkidee, falls ihr schon Auto fahren könnt oder ihr könnt es trotzdem verschenken. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch in euer Zimmer hängen, es duftet dann gut oder in den Kleiderschrank, je nachdem, wo ihr es halt aufhängen möchtet. Dann kommen wir jetzt auch zu einer ganz süßen Idee und ich freue mich auch schon total. Ich habe es für mich selber gekauft. Ich habe es aber auch für eine Freundin gekauft. Aber ich freue mich auch total, das jetzt halt aufzuhängen und das werdet ihr dann auch bald in meinem Spind-Update-Video sehen. Falls ihr mein Spind-Video noch nicht gesehen haben solltet, werde ich euch das hier unten einblenden bzw. unten in die Infobox verlinken. Oder wenn ihr jetzt halt rechts klickt, dass ihr da kommt dann so ein i und dann könnt ihr auch direkt zu dem Video klicken. Denn da habe ich euch gezeigt, wie ich meinen Spind herrichte mit der Lisa. Die hat mir geholfen, die hat mir super viel geholfen und von der kam natürlich auch die Idee. Und der Spind ist jetzt rosa und ich bin total glücklich. Aber ich habe noch was ganz Tolles gefunden. Denn ich hatte auf meiner rechten Seite an meinem Schrank, an meiner Schranktür, hatte ich einen Spiegel. Und den habe ich abgemacht. Und der hat so eine richtig blöde, das sah einfach nicht mehr schön jetzt halt aus, weil es so klebrig drunter ist und es schaut einfach total hässlich aus. Und deshalb habe ich was gefunden, was ich da jetzt drüber gebe. Und wo sich sicherlich auch die ein oder anderen freuen, wenn sie das geschenkt bekommen. Kostet jetzt nicht so viel. Kostet, glaube ich, 6,99 € und ist total süß. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar ist es diese süße Wand hier mit diesem kleinen süßen Einhorn. Das habe ich bei Crema gekauft. Und das Coolste daran ist, dass hier hinten ein Stift dabei ist. Und vorne ist aber auch so ein weißer Schwamm. Denn ihr könnt nämlich dann hier so draufschreiben und natürlich dann mit dem Stift das auch wegwischen. Was auch toll ist, diese Wand hier oder diese kleine Pinnwand ist magnetisch. Und dann könnt ihr einfach diesen Stift da dran magnetisieren. Jetzt dieses Wort. Auf jeden Fall finde ich die sowas von niedlich. Und ihr könnt zum Beispiel auch frohe Weihnachten draufschreiben oder keine Ahnung was. Hab dich lieb und frohe Weihnachten. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist auch eine total süße Idee. Und es kommt bei mir auf jeden Fall noch in Spind. Wahrscheinlich werde ich das heute gleich mitnehmen und beim Spind dran machen. Mein Spind-Update kommt bald, denn ich möchte natürlich auch mein Spind einräumen. Und die Stallapotheke und alles will ich euch natürlich dann zeigen, was ich natürlich auch alles im Spind habe. Das interessiert nämlich auch ganz viele. Und ja, ich hoffe natürlich, mein Geschenketipp-Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar, ob da ein paar nützliche Geschenketipps dabei waren. Und
Ja, ich würde mich super freuen über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Das sage ich euch auch jedes Mal, aber es ist halt auch einfach so. Und ich freue mich immer, wenn wir wachsen, auch bei Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgen solltet, werde ich euch mal hier kurz meinen Instagram-Account einblenden. Und es macht mich so glücklich. Und das ist mein größtes Weihnachtsgeschenk, glaube ich, dass wir so gestiegen sind dieses Jahr. Und ja, freut mich einfach. So, jetzt rede ich nicht mehr lang rum und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vergesst nicht, beim Gewinnspiel mitzumachen und ja, bis dann. Tschüss!